Oh yeah, es ist sich gerade noch ausgegangen um eine Münze. Wir haben freigeschaltet. Oh, super Schreck weg erhalten. Wow. Der super Schreck weg, formschön, schnittig und noch saugstärker, besser, ist ein Geisterlasso. Besser als ein Geisterlasso, okay, oh, gut. Und damit willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Wir sind jetzt mit dem Bonuslevel fertig und jetzt können wir uns auf zu den Efeutürmen machen. Gut, was hat der Professor da mit uns zu besprechen? Ja, du hast sie das Früchte... Achso, das kennen wir doch schon. Ja, nicht gleich arrogant werden, wir sind nicht arrogant, aber wir haben jetzt einen geilen Staubsauger erhalten. Wow. Traumhaft. Meiste Reichtümer 1894. Und übrigens, die Juwelen hier bringen anscheinend doch nichts. Das waren einfach nur die anderen Reichtümer, die ich bekommen habe. Tjo. Na gut, dann machen wir uns wirklich jetzt auf zu den Efeu-Themen. Maximal ausgerüstet. Und ich bin schon so gespannt. Klempnerschreck, was dieser Staubsauger zu bieten hat. Okay, Professor, was hast du für uns an Infos so bereit? Unser Abenteuer führt uns an einen aufregenden neuen Ort. Freust du dich schon, Luigi? Naja. Ja, sehr schön. Es ist immer wieder erhebend, so viel Tatendrang zu sehen. Keine Angst, du wirst noch genug zu tun haben. Der Spukplage muss ein Ende gesetzt werden. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen den Finstermond wieder ganz zusammenfügen. Mein Paraskop hat das nächste Stück irgendwo in jenen beiden Efeutürmen gefunden. Sie sind schon lange verlassen und bereits und bersten nur so vor exotischen Pflanzen und Geistern. Leider sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann mehr ungehindert fließen. Wenn wir noch einen Klempner zur Hand hätten. Die Efeutürme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Daher musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. Jo, ein Job für Mario. Vielleicht ist er schon vor Ort an Stelle. Aber ich glaube, es bleibt wieder alles an Luigi hängen, wie es aussieht. Ach, du meine Güte. Wassergenerator. Auf der Karte verzeichnet. Super. Ach ja, und halte auch Ausschau nach neuen Geistarten. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber. Aber natürlich, wir brauchen das Geld. Neue Geisterarten bringen Geld. Juwelen bringen Geld, sofern sie neu sind und sofern man den Level abgeschlossen hat. Dann steht da eben neues Juwel gefunden oder wie das eben lautet. Und da bekommt man Gold, Geld dafür. Jo. Okay. Rein mit dir, Luigi. Inspiziere den Generator. Nur was ist jetzt besser geworden? Das frage ich mich. An diesem Staubsauger habe ich jetzt noch eine Ruckleiste mehr? Ich glaube fast nicht. Aber wir werden es schon sehen. Vielleicht saugt er einfach besser, dass die HP der Geister schneller runtergehen. Wie auch immer. Also, um 3 Sterne-Ringe bei den Levels zu erhalten. Oh, verdammt. Jawohl, haben wir noch erreicht? Einen zumindest. Der bringt noch einen Geldschein. Um die 3 Sterne-Ringe bei den Levels zu erhalten, ist es an sich ja relativ... Oh, geil, Gold. Goldbahn. Es ist an sich wichtig, sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Gold zu sammeln. Also, man muss jetzt nicht so schnell sein. Wichtig ist nur das Gold. Vielleicht wenig Herzen verlieren, das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Vielleicht zweitrangig. Aber sofern man genug gesammelt haben sollte man 3 Sterne bekommen. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es hier auf Anhieb. Das wäre doch schon mal was. Ich werde alles genau inspizieren. Was ist denn das für ein Ding? Oh, warte mal. Okay. Aber das bringt mir nichts. Hier ist auch nichts versteckt. Was ist das hier? Ah, ein schönes großes Blatt, das man einsaugen kann und ein bisschen Geld dafür.
Ist zwar nicht so viel, aber immerhin. Damit haben wir schon ein bisschen mehr wieder. Okay, hier nochmal 15 Scheine. 15 Gold in Form von 3 Geldscheinen. Hm. So, die geben anscheinend gar nichts. Wo komme ich denn hier hin? Hier muss ich auch rein. Das ist auf der Karte verzeichnet. So, hier haben wir auch den schönen Geist. Hier, Luigi, schreck dich nicht. Ach Mensch, den hättest du locker bekommen. Er freut sich noch, weil er weg ist. Na toll. Ich hätte ihn schon eingesaugt, Luigi. Keine Sorge. Oh, muss ich ganz aufladen wahrscheinlich. Nein, das ist was anderes und wir kennen das vom Labor. Vielleicht können wir da im ersten Level, in der ersten Villa auch noch was machen. Mal schauen. So, ja. Ganz wie befürchtet, der Wassergenerator selbst scheint in Ordnung zu sein, aber die Leitungen sind verschopft. Sieh dich doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach um. Okay. Hier haben wir eine Truhe mit einem Schlüssel. Okay. Ansonsten, hier kommen wir nicht mehr weiter. Da oben sind noch ein paar Münzen, die nehme ich dankend an. Und natürlich mit. So, dann muss ich hier entlang. Da rein komme ich hier nicht. Auf dem Dach. Boah, hier gibt es 4 Erdgeschosse. Ah, 4 Etagen. Ein Erdgeschoss. 4 Erdgeschosse, naja. Ach man, heute rede ich ziemlich den Müll zusammen. Ein Verredner, ein Versprecher nach dem anderen. Ja, passt schon. Wir gehen einfach mal hier entlang. Schau mal, Luigi, was es hier so alles gibt. Was sind denn das für Dinger? Na super, genau drauf. So wie Ratten. Hier sind es eben Frösche. Ach, also, nochmal kurz schauen. Übrigens, im Bonus-Level gab es auch einen Knochen. Also nur, dass ihr das wisst. Der bringt auch ein wenig Gold. Gut, hier noch ein paar Münzen. Hier komme ich aber gar nicht hoch. Muss ich da irgendwas anderes machen? Irgendwas runtersaugen? Nein. Hier kommt unser Luigi nicht hoch. Vielleicht muss hier erst das Wasser fließen. Jetzt habe ich den Schlüssel umsonst vergeudet. Oh, das schmeckt mir jetzt gar nicht. Und hier scheint das eine Sackgasse zu sein. Verdammt, was muss ich machen? Hier drehen. Oh, eine Maus, eine Maus, eine goldene Maus. Yes. Du entkommst mir nicht so schnell. Okay. Gut. Hier gibt es aber auch eine Münze, hier komme ich auch nicht weiter. Springen kann ich ja nicht. Nur wenn ich was eingesaugt habe. Oder am Saugen bin. Dann kann ich währenddessen springen. Ja, hier hochkraxeln kann ich auch nicht. Dann schaue ich doch hier nochmal rein. Aber hier auch keine Chance. Was habe ich denn übersehen? Das muss so offensichtlich sein. Ah, vielleicht hilft mir jetzt der Professor weiter hier. Hallo, hast du verstanden? Alle Maschinen in den Efeutürmen sind wasserbetrieben. Geh hinauf aufs Dach und sorge dafür, dass die Wasserpumpe läuft. Ja, super! Und wie? Ja, scheiße. Nein, mit der Düsterlampe, das klappt alles nicht. Hier die Lampen? Ja, wasserbetrieben, ich weiß. Das wird wahrscheinlich das Rohr sein, wo das Wasser rausströmt. Verdammt! Das heißt, es muss drüben weitergehen. Es kann gar nicht mehr anders sein. Gibt es hier irgendwo einen Schalter oder so, den ich übersehen habe? Hier links? Nein, 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 hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Ich meine, das Ding da... Das schaut irgendwie verdächtig aus. Jawohl, das kann ich sogar mitnehmen. Okay. Oh nein, nicht! Jetzt ist es, nein, jetzt ist es weg. Aber das müsste ich brauchen. Irgendwas muss ich wahrscheinlich damit abschießen. Nur was?
Was könnte ich damit abschießen? Es muss hier... Ja, hier irgendwo sein. Denn ich kann das nicht durch die Tür mitnehmen. Vielleicht muss ich hier was abschießen. Nein, das bringt auch alles nichts. Hier vielleicht rein. Nein. Das funktioniert alles nicht. Was zum Teufel muss ich hier tun? Anziehen, okay. Aber habe ich das... Boah, nicht vorher auch schon gemacht? So. Was hat das gebracht? Nichts, wie es scheint. Ach, verdammt. Was muss ich hier tun, damit ich hier hochkomme? Hier irgendwo eine Kiste ist auch nicht. Ach du meine Güte. Das ist aber wirklich gut versteckt. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier machen soll. Also das draußen war zumindest mal ein Anhaltspunkt. Aber jetzt das Rohr abschießen wohl kaum. Probiere ich nochmal. Nein. Reinpusten? Nein. Raufklettern kann ich nicht. Hier kann ich gar nichts machen. Ist auch nichts. Mann, Professor, sonst quatschst du immer dazwischen, aber hier sagst du mir nicht, was ich tun soll. Warte mal. Ja, es ist tatsächlich ein Schalter. Okay. Warte mal. Abschießen, abschießen, natürlich. Aber ich nehme mal an, das bringt nur Gold. Oder vielleicht ein Juwel. Ja, nur Gold. Und gar nicht viel. Aber es ist ein nettes Secret trotzdem. Ich finde hier nichts. Und hier sind auch keine Schalter mehr. Hier noch. Oh oh, komm her. Ja. So. Jetzt habe ich beide vernichtet. Das bringt mir trotzdem nichts. Alle guten Dinge sind drei. Hier waren nur zwei am Werk. Also nichts Besonderes. Hier irgendwo rauf. Hier reinschauen. Das bringt mir doch auch nichts. Warte mal, da hinten knistert noch was. Vielleicht ist das die Lösung. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber immerhin ist es mal ein Ansatz. Irgendwo muss ich doch anfangen. Wo war denn die Stelle überhaupt? Da muss ich hier reingesehen haben. Hier ist einfach gar nichts. Mann, das ist so schwer. Ich stelle mich nochmal auf die Plattform drauf. Ja, hier passiert nichts. Ich will nicht nachschauen, aber es scheint so, als ob ich wirklich nachschauen muss. Verdammt! Wieso bloß? Nein. Hier kann ich nichts aufsprengen, hier kann ich echt gar nichts machen. Echt keinen Plan. Hier ist noch ein Schalter, oder? Nein, das ist kein Schalter. Es schaut verdächtig aus. Vielleicht kann ich es wegpusten, aufsaugen. Nein, vielleicht steht was drauf. Nein. Auch nicht. Gut, dann gebe ich mich geschlagen.
und werde nachschauen. Es hilft alles nichts. Warte mal, warte mal. Hier konnte ich ja irgendwo X drücken. Nein. Aber dieser Anschluss schaut mir verdächtig aus. Das ist wahrscheinlich das Wasser, was hier runter muss. Jo. Keine Ahnung. Ich hänge. Ich schau nach. Bis gleich. Mensch, die Lösung ist gar nicht einfach. Aber... Mensch, die Lösung so einfach. Man sieht es direkt auf der Karte, dass hier ein Symbol für eine Tür ist. Nämlich so ein kleiner Strich, man sieht es rechts unten. Man muss hier einfach nur durchgehen. Ich hätte einfach nur genau hinschauen sollen und nicht mich auf den Topscreen konzentrieren dürfen. Nicht zu sehr. Na gut, Knochen. Und los. Okay. Haben wir noch hier irgendetwas? Nein. Okay. Keine Münzen. Oh. Der macht sich einen Spaß. Ach, ich erwische ihn nicht. Nein, keine Chance. Der ist mir entwischt. Ui, da kracht's. Was haben wir noch hier? Ich krieg gar nichts. Oh, einer mit einer Schaufel. Oh. Ja, dann knüpfe ich dir die Schaufel ab. Nein, funktioniert nicht. Oh, der trifft mich. Jetzt aber. Nein. Jetzt habe ich ihn. Während er mich zu treffen versucht, dürfen wir ihn blenden. Warte mal, da ist noch einer. Es sind noch zwei. Ja, beide erwischt. Besser geht's nicht. Yes. Gut, jetzt können wir auch hier rüber. Eindeutig. Gut, hier haben wir noch... Eigentlich nichts Besonderes. Oh, jetzt haben wir grüne Juwelen. Interessant. Gut. Das erste ist ja schon mal gefunden. Nein, hier ist nichts drin. Die Juwelen, puh, gute Frage, was die bringen. Aber außer Gold an sich nichts. Denn die Finstermondstücke sind ganz was anderes als die Juwelen. Hey, hey, hey. Verdammt! Ah, ich hab's echt tatsächlich verfehlt. Das darf doch nicht wahr sein. So blöd, wie ich mich da heute anstelle. Also heute ist gut. Der gute Luigi hier. Ein richtiger Abloser, wenn ich den spiele. Kriegt hier gar nichts gebacken. Mal schauen. Ah, gut ausgewichen. Sie haben mich entdeckt. Mal sehen, kann ich sie blenden? Nicht wirklich. Nein, so funktioniert es auch nicht. Einfach nur saugen. Pusten? Nein, pusten funktioniert nicht. Komm raus, Luigi. Kannst nicht ewig da drin bleiben. Ich brauche auf jeden Fall was zum Schießen. Hier haben wir es. So. Und? Oh. Zuerst blenden wahrscheinlich. Oder? Nein! Das ist giftig für die Leute hier. Ach so, ich muss ihn sogar füttern. Oh, nicht wegpusten! Komm her! Jawohl, Treffer versenkt. Gut, dann nehme ich mir hier die Kiste. Funktioniert nicht. Jetzt wahrscheinlich erst. Jetzt, wo beide weg sind. Und hier ist ein Schlüssel. Schlüssel drin. Gut. Ansonsten, was gibt's hier sonst noch Interessantes? Dieser Krug muss doch irgendwie zum Zerbrechen sein. Ah, vielleicht abschießen. Vielleicht ist hier auch ein Juwel drin. Das könnte gut möglich sein. Nein, aber es ist Geld immerhin drin. Perfekt. Schauen wir nochmal. Vielleicht können wir noch irgendwas abschießen. No, no, no. Nein, ich glaube, das war's ja. Dann weg mit dir.
Schauen wir, ob hier noch irgendwo was drin ist. Was kann ich mit dem Eimer machen? Hier drunter stellen? Aber für was? Oh. Nein, hier kann ich auch kein Wasser auftreten. Vielleicht brauche ich das später mal. Dass ich das jetzt noch nicht brauche. Obwohl, hier könnte ich vielleicht das Wasser auftreten. Jawohl, das schaut sehr gut aus. Naja. Natürlich haben wir am Dach das Wasser noch nicht aufgedreht. Da wird noch nicht viel funktionieren. Das ist auch wiederum klar. Ui! Nein, das war nicht gut. Luigi. Ich wollte das wegsaugen. Ich dachte, da ist Geld drunter. Aber mit einer Falltür habe ich da mehr oder weniger nicht gerechnet. Na gut. Nochmal den ganzen Weg hier laufen. Heute läuft mir sowieso schon alles schief. Also, dass ich da reingetappt bin, kein Wunder. Na gut. Aufpassen, umlaufen und weiter geht's, mein Junge. Oh, hier ein ganzer Strudel von Fledermäusen. What the... Ein Strohblitz würde ausreichen. Aber ich hab nichts davon. Gut. Oh, super, Volltreffer. Wow. Okay. So, und jetzt durch. Gut, kein Problem. Vielleicht ist hier oben irgendwo etwas. Nein. Ich schätze mal nicht. Dann rein mit dir hier. Eine goldene Maus. Schnell, schnell. Jawohl! Ich hab's erwischt. Der Rest ist mir ziemlich egal. So, und jetzt rein mit dir. Komm schon, komm schon. 3 Euro Kleiste und weg mit dir. Perfekt. Das ist aber noch ein Geist. Jawohl, hier. Mit der Schaufel. Oh. Na gut, dann nehmen wir ihn mit der Schaufel mit. Ja, funktioniert nicht. Noch einer mit der Schaufel. Ja, beide. Jetzt lädt sich die Ruckleiste um einige schneller auf. Je mehr Geister man dran hat, da kann ich auch mehr Gold rauskriegen. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, beide. Top, 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 top. Nein! Wo bin ich denn jetzt ausgerutscht? Verdammt. So, klappt aber alles noch. Ein Haufen Goldbahn. Gut. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Juwel, das sieht man. Bei diesem Spinnennetz. Ach so, das ist eine Glaswand wahrscheinlich. Ja. Da komme ich noch nicht ran. Hier kann ich nur durchspähen. Botaniklabor. Okay. Ansonsten ist hier gar nichts. Was ist das für ein Teil? Oh. Interessant. Ups. Da ist der Luigi gleich wieder mal runtergefallen. Ja, saugen ist nicht gut, ich muss pusten. So, nur wie komme ich da rein? Ups! Oh, knapp. Oh, das ist aber eine gute Idee. Also. Also ich muss dann ganz am Ende hier ganz oben abbremsen ein bisschen. Jawohl, sehr schön. Und hier runter zu den Goldbahnen, perfekt. Gut. Was haben wir hier noch alles? Ein Guckloch. Jetzt müsste ich hier... Jawohl, nach unten. Perfekt. Kann ich das irgendwie wegschmeißen? Ich muss hier das einsaugen, das Teil. Es muss platzen wahrscheinlich.
Hier platzt es nirgends. Hier aber. Jawohl! Doch, doch, Luigi, das passt schon. Alles im grünen Bereich. Und rein mit dir. Yes. Ah, nicht leuchten. Einsaugen. Top. Juwel Nummer 2. Gut, wo muss ich jetzt hin? Flieg mal hier rüber. Oh, ein goldener. Was macht denn der hier? Wo kriege ich das Teil wieder zum Platzen? Nein. So kann ich das nicht einfach weggeben. Jawohl. Keine Sorge. Alles unter Kontrolle. Oh. Wo bringst du mich hin? Es geht auf jeden Fall um Zeit, wie es aussieht. Okay. Oh, eine Kiste mit viel Geld. Gut gemacht, Luigi. Jetzt hol dir schnell das andere Zeug hier. Jawohl. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Nope. Dann kann ich hier jetzt beruhigt reingehen. Aber zuerst muss das Teil noch platzen. Warte mal, bei diesem Sessel, kann ich hier noch irgendwas machen? Ich probiere es lieber noch aus. Was? Luigi verliert HP. Na super. Puste mal runter. Oh, der ist nur zu zierde da. Der ist für gar nichts hier zu gebrauchen. So. Dann hoch. Nein, nein, nein. Oh Mann. Komm schon. Geh raus da. Ja, geht doch. So. Schön rüber. Ups, ich glaube, das geht sich nicht. Nein, gerade nicht. Armer Luigi. Muss nochmal einen Sturz hier durchhalten. Jetzt aber hoch mit dir. Jetzt werde ich kein Risiko eingehen. Ganz rüber und platzen lassen. So. Und jetzt durch mit dir. Herzen. Gut. Boah. Geld. Nein. Nicht alle Fledermäuse erwischt. Ah, hier scheint es gefährlich zu werden. Hier werden wieder Geister angezeigt. Der Raum ist noch ziemlich dunkel. Wo könnten welche sein? Ein neues Rätsel. Mit dem Stroboblitz. Oh, oh, hier haben wir ihn. Und den Eimer brauche ich auch garantiert. Vielleicht muss ich ihn absaugen. Nein, abpusten. Wegpusten. Was willst du? Ah, jetzt habe ich dich aber. Du warst einfach zu gierig, zu übermütig. Hast gedacht, kannst es mir einfach so zeigen, indem du dich zeigst. Aber das war wohl nix. Der Eimer ist zu leicht, kann das sein? Ich brauche noch die Flüssigkeit. Garantiert. So. Hol dir mal so einen Batzen. Perfekt. Luigi geht schon um einiges langsam, wenn ich mich nicht täusche. Jawoll. Vielleicht muss ich hier jetzt wirklich alle vier gleichzeitig. Ja. Alle vier gleichzeitig. Aktivieren. Und das Wasser rinnt dahin. Gleich gibt es eine Überschwemmung. Vielleicht doch nicht. Hier hinten sind noch ein paar Goldbahnen gewesen. Gut. Geschafft. Elektrizität ist da. Ah, wir brauchen hier nur Strom. Alles klar. Jetzt bin ich gespannt, ob im Labor in der ersten Villa auch Strom ist. Boah, freu dich. Wasser. Im Überfluss. Jetzt können wir hier auch drüber. Hui. Geister freuen sich, wie auch
Und das war's mit diesem Part. Im nächsten Mal geht's dann weiter. Oh, die Mission dürfte schon aus sein. Na, dann schauen wir uns das noch schnell an. Echte Facharbeit, mein Bester. Man könnte meinen, du hättest sowas gelernt. Langsam scheint alles wieder ordentlich zu fließen. Sekündchen, bitte. Ich televoxle dich rasch zu mir rüber. 777 Gold, 777 Münzen haben wir hier gesammelt. Den Knochen gefunden. Oh, warte mal. Ups. Voxle schnell. Luigi, weg hier. Das ist ein Geist sogar. Dann voxel noch nicht, Professorlein. Oh, 100. Jawohl, so. Ziehen wir den mal ordentlich ab. Boah, der ist jetzt schon fast down mit der 3 Ruckleiste. Haben wir ihn hier aber ordentlich beschädigt und weg ist er. Perfekt. 3 Goldbahnen noch. Und jetzt dürfte es wirklich zu Ende sein. Anruf vom Professor. Eine kleine Zugabe wie diesem Rollklumps. Von einem Geist hast du es gezeigt. Jetzt geht's aber wirklich zurück. Festhalten. Gut, 837 Gold. Noch ein bisschen erhöht. Ich glaube aber nicht, dass das 3 Sterne sein werden. Nie im Leben, oder? 26 Minuten. Viel zu viele Herzen verloren. 1 Stern. Jawohl. Mir wurde es aber hier richtig gezeigt. Wow. Für das, dass das Ziel 3 Sterne waren, habe ich ja boah, schlecht abgeschnitten. Aber das nehmen wir natürlich in Kauf. Dann werde ich offscreen das nochmal spielen. Eigentlich eine Frage, wollt ihr, dass ich die 3 Sterne Runs auch alle zeige? Das werde ich dann, wenn, aber ab im Anschluss des Let's Plays machen. Schreibt es mir in den Kommentaren, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ganz hervorragend, Luigi. Schnell schauen wir uns diesen neuen Geist mal näher an. Oh yeah. Der bringt sicher einiges an Gold. Neues Juwel gefunden. Nochmal. Oh, 45 Wunzen. 1037 Gold. Oh. Heißt das, es gibt jetzt keine Verbesserung mehr? Habe ich schon alles? Da soll mich doch der Rabe zwacken. So ein Geist habe ich ja noch nie gesehen. Und deine Klempnerfacharbeit war auch nicht zu verachten. Wenn es mit der Geisterjagd nicht hinhaut, kannst du ja in die Sanitäterbranche einsteigen. Jedenfalls läuft das Pumpsystem in den Efeutürmen nun fast wieder perfekt. Und ich habe auch eine ganz tolle Neuigkeit über dieses Finstermondstück. Über unser Finstermondstück. Aber wieso legst du dich nicht erstmal ein Päuschen? Legst du nicht erstmal ein Päuschen ein? Du siehst ein wenig begossen aus. Okay, und ihr legt auch eine Pause ein. Bis zum nächsten Mal hier bei Luigi's Mansion 2.